30% der Personen in intensivstationärer Behandlung sind von 35 bis 60 und das ist 35% der Bevölkerung. Sie sehen, bei der Altersgruppe 60 bis unter 70 sind es 27% und 12. Bei der Gruppe von 70 bis 80 sind es 28% und 9%. Und bei der Gruppe der über 80-Jährigen sind es 9% und 6%. Das heißt, wir haben zwar, denn diese Situation war noch deutlich stärker verzogen zu den Hochbetagten, wir haben einen Erfolg der, der Impfkampagne. Es sind inzwischen weniger der Hochbetagten, die in Intensivstationen landen und weniger der älteren Menschen, die in den Intensivstationen landen. Aber es ist immer noch so, dass die Bevölkerung, je älter ich bin, wenn ich an Corona erkranke, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich intensivmedizinisch behandelt werde. Aber es gibt eben auch Ausnahmen von der Regel.